Hallo, Lunaris Tempeltür. Noch eine Tür. Und noch eine Tür. Und Gegner. Ganz schön viele Gegner, inklusive Blaue. So. Okay. Genau. Noch einer. Tür. Oh, ich muss sagen, hier ist ganz schön chillig, ne? Mortality Experimentor. Enfeeble, Curse, Spell, AOE. Geil. Ich pack den mal ein. Mach das mal. Pain Heart. Die Heart. Oder so. Den. Der hält ganz schön viel aus. Ist ja auch amorisiert. Oh, Flash Rand, Grand Inquisitor. Den haben wir auch schon. Tja. Ist er umgefallen? Ja. Dr. Großinquisitor. Heavy Belt, bla 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 bla. Hm? Da bist du. Ich dachte mir, ich gehe hier nochmal rum, einfach mal um zu gucken, ob hier nicht doch noch irgendwas ist. Du meinst so wie ich jetzt gerade? Ja, ich meine. Hey. Vielleicht hat man ja Glück und jetzt fällt hier irgendwas Spannendes. Zum Beispiel hier eine Weisheitsscrolle. Enfeeble. Tür. Cool. Ach, hier ist ja dann schon wieder die Kapelle. Welche Kapelle? Die Kapelle, wo die ganzen Gegner waren. Oben rechts? Ja. Guck mal, eine Kapelle. Ja, wo die ganzen Gegner waren. Ansonsten ist hier nicht viel. Ach, da ist noch einer. Der hat sich bei den Zombies eingereiht. Wollt die Seiten wechseln. Du bist ganz schön geslaint. Ja, ich muss mal irgendwie, Oh, ein Jade-Amulett, ein gelbes. Achso, du gehörst auch zu denen. Sag das doch. Schnarch. Was ist denn los? Der Weg ist ganz schön weit. Oh, das ist 27 auf Dexterity. Mal schauen, was dazu kann. Das hat Life Leech. Hm.
Weiß ja nicht, ob was ich davon halten soll. Das hat natürlich auch mächtig Resistance. Naja. Behalt mal irgendwie im Hinterkopf. In der Tasche, weißt du? Und wenn man dann mal auf einen Feuergegner kommt oder so. Oder was resistet ist. Das 6 auf alles und 7 auf Lightning nochmal extra. Oh Gott, das ist doch nicht viel. Ist es auch nicht. Ja, ich finde, das ist schon. Das lohnt sich schon. Aber der Schadensunterschied ist halt enorm zu dem, was ich jetzt habe. Das hat mal eben 40 DPS mehr. Also mein jetziges. Ein Amulett? Ja klar, das hat hier. Mein Amulett hat 6 bis 7 Dings da. Stärke plus ne, Physical Damage plus halt Stärke noch drauf. Boah, ey, bei mir wird's gerade richtig kalt zu Hause. Warum? Ich weiß es nicht. Oh, hallo Waypoint. Was? Ja, da haben wir ja letztes Mal wieder mal exakt dran vorbeigearbeitet. Ja, wir haben Pech gehabt, dass wir ihn nicht gefunden hatten. Ich meine, wir haben ja doch schon relativ viel erkundet gehabt. Hier auf einer zweiten Ebene. Mortality-Experimenter. Oh, Fusion. Ach, ist das hier hübsch. Piety's Miscreation. Die hat ganz schön oft geworfen. Mamo Creation, nicht Birth. Ja, doch irgendwie schon. Das Vieh hat sogar ein paar Arme mehr als sonst. Ja, hier, die Treppe schon hoch. Silver Clash. Ist ja hübsch, aber hier geht's nicht weiter. Was? Hier geht's nämlich weiter. Die Piety, die macht ganz schön interessante Sachen. Ja. Cool. Alter! Der kloppt mich ja ganz schön kaputt. Wo bist du? Cool? Ja, hier. Wenn der seinen hier Dödel schwingt. Alter! Ja, ich doch. Vor allen Dingen hat er einen guten Pull. Dafür verfluche ich ihn ein bisschen. Ach, das mal. Uiuiui, Conductive Quirr. Verkaufen. Ja. Leute. Was bist du denn? Ein Blutelementar. Mal schauen. So was aus. Piety? Wenn du dir mal den Boden hier anguckst, das ist auch ein kleiner Blutsinn. Ja, ich weiß, ich sehe das schon, so ist nicht. Aber daraus auch Elementare zu machen. Muss doch nicht sein, Piety. Bist du? Ja, hier so. Lauter kleine so Blutpools. Ja.
Schick mich mal hier. Aber hier würde ich ja nicht wohnen wollen. Warum? Fällt dir die Nachbarschaft nicht? Nee, allgemein so. Das Ambiente. Wieso? Das ist edelster schwarzer Marmor. Ja, aber überall halt hier dieses komische. Die komischen Pfützen hier. Du brennst. Ich weiß. Ich bin heiß. Oh, hier geht's weiter. Level 3. Bist du schon drin? Ich bin gerade reingefallen. Warte mal kurz. Das ist aber eklig hier. Guck mal an, hier mit Wasserfällen und allem drum und dran. Achso, Blutfällen. Und überall Schreie. Und keine Ahnung was. Das ist super. Wo bist du? Unten links. Und ich gehe natürlich direkt erstmal nach rechts. Geht's voll ab. Was ist da los? Blutelementare sind los. Merkt das schon. Oh, die zerfetzen mich auch einen Tick. Mann. Was denn? Oh, ist hier vorne los? Damage und Curse Immune. Was macht der denn? Schnell rennen. Faunzorn. Faunzorn. Zauberstab. Ja, aber nur einen Schwapp. Ja, oder was kann man ja mehr machen? Komisch hier. Da ist gerade ein Sinn. Hat ein bisschen was vom Butcher, ne? Ja, so ein bisschen. Aber vielleicht ein bisschen mehr Blut. Hoch. Ja, Gott. Bessere Grafik und so, ne? Ja, es gibt ja auch den Butcher und es gibt dann auch nochmal den Butcher. Ich denke mal, hätte Blizzard die Möglichkeit gehabt damals, dann hätten sie da auch ordentlich mehr Blut reingehauen. Ich sag's mal so, der Butcher, der durfte im zweiten Teil, im dritten Teil auch nochmal neu auferstehen. Ja. Du hast nie Diablo 3 gespielt, okay. Ne? Nee. Der hat da eher mit Feuer rumgespielt, als mit Blut. Huhu! Superior Silk Slippers. Geil. Okay.
Oh, ich glaube, ich habe... Du hast was. Rarity Item Gem ist aufgestiegen. Geil. Also über diese Blutelementare. Wo bist denn du? Das so, wo Blut ist. Komm hier mal zurück. Ich renne gerade so ein bisschen im Kreis. Mamo. Ja, was denn? Hier geht's hoch. Ja. Wo geht's hier hoch? Elementare. Two Stone Ring. Was sind wir hier? Irgendwo mitten im Coyotes Labor. Oh, nach Labor sieht das nicht aus. Oh, eine kleine Truhe. Ich mach die auf. Super. Du, hier geht's noch höher. Ich brauch einen neuen Hut. Ich brauch ein paar neue Waffen. Generell könnten wir einfach mal hier ein neues Equip finden. Ja, irgendwie voll praktisch. Und nicht immer nur Köcher. Ja. Links. Blutelemente. Und das ist nicht so wenig. Ja, Schnickschnack. Ist doch so. Rechts war noch was? Weiß nicht, ich hab nein, nicht weiter nachgeschaut. Oh, ein Fächer ist hier, oder? Das in Fiebel. Jetzt noch höher. Vor allem ein riesiger See aus Blut. Ja. Ein bisschen übertrieben ist es dann doch. Irgendwie schon, ne? Was ist hier los? Da portet sich einer hin. Ich merke das schon. Beam me up. Oh, Burning Places hat sich abgelevelt. Ein Quiver. Geil. Was bist du denn? Ey, schießen durch. Meinst du? Ja. Die Schweine. Gleich nicht mehr. Ich geh doch nicht. Ich will euch bringen hier. Die Tentakeldinger. Das ist aber auch eine enorm große Ebene, muss man sagen. Ja. Aber es ist halt auch viel einfach nur so Brücken. Ja, schon, trotzdem. Wenig Fläche, ne? Oh, Tür. Oh. Hallo? Piety! Oh, guck mal links. Hier ist ein Piety. Eieieiei. Wer schreit denn hier schon wieder? Oh! Was war das? Hallo! Gut da. Aufmachen! Drogenfahrung! Ist gar keiner da. Gerne. Alter, was ist hier los? Voll der Knast. Na? Hallo. Noch eine Tür. Seid ihr viel welcher? Extra Life auf da.
nicht mehr. Oh, eine Schattenaxt. Wie gut, dass die zweihändig ist. Ich hasse es. Was hier? Sieht schon so ein bisschen mehr nach Piety aus, ne? Ja, weiß man nicht. Da geht's nicht rüber. Hier unten rechts zumindest. Ich schmetze mich hier auf jeden Fall noch ein bisschen. Oh, ich glaube, ich habe sie gefunden. Ja, super. Ich glaube, sie hat dich auch gefunden. Kann das sein? Alter. Was ist los? Tot. Warum? Weiß nicht. Mach mal Portal. Lass mich doch erstmal hier, ne? Ninja looten. Wo soll sie sein? Oh. Was ist los? Superior Giant Mana Flask. Geil. Das gefällt mir. Sowas von. Hier ist ein Portal. Reinforced Toss. Das ist super. Geiler Scheiß. Ich geh mal in das Portal. Warte. Ich geh in das Portal. Ja, richtig gemütlich hat's es hier, ne? Die alte Piety. So mit netter Hintergrundbeschallung. Genau, ein paar hübsche Badeseen. Ja, so schickes rotes Wasser. Mensch. Ja. Luxus pur. Und du bist wie so ein kleines Kind. Ich will in das Portal. Und du stimmst vor. Naja, gehört sich so. Was wohl auf der anderen Seite ist. Jetzt schauen wir mal, sehen wir hoffentlich beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss. Bye bye.